und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 42. Das ist der Antrag der Freien Demokraten, Bürokratie abbauen, Bürger und Unternehmen entlasten, Chancen der Digitalisierung nutzen, Drucksache 20-390. Hier hat sich als Erstes zu Wort gemeldet. Leute, ich muss hier die Leute aufrufen. Hier hat sich als Erstes zu Wort gemeldet der Kollege Lenders für die Fraktion der FDP. Bitte schön, Herr Lenders, 10 Minuten Redezeit. Immer noch keinen Bonus. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, unser Antrag ist ein Plädoyer für den schlanken Staat. Bürokratie belastet Bürger und Unternehmen. Bürokratie macht uns allen das Leben schwer. Unternehmen und Selbstständige kostet es Arbeitszeit und Geld. Bürokratie ist ein Ausdruck von Misstrauen des Staates gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern. Meine Damen und Herren, Bürokratieabbau ist deswegen ein Innovations- und Wachstumsprogramm zum Nulltarif. Die Freien Demokraten fordern deshalb erstens, die Gesetzgebung und Normensetzung neu zu denken. Die allermeisten Verwaltungsvorschriften sind Folgen komplexer Gesetze. Wenn sich die Kollegen der AfD denn auch noch vielleicht zu konzentrieren wagen, würde uns vielleicht die Sache jetzt etwas erleichtern zu später Stunde. Meine Damen und Herren, die allermeisten Verwaltungsvorschriften sind Folge komplexer Gesetze. Umso detaillierter und einzelfallbezogen Gesetze sind, umso schwieriger und aufwendiger wird es verwaltungsseitig umgesetzt. Bürokratieabbau erfordert deshalb zuerst ein Umdenken bei der Normensetzung. Schon im Gesetzgebungsprozess muss der Aufwand für deren Umsetzung erfasst betrachtet werden. Die Smartness von Gesetzen und Vorschriften muss zum Prüfkriterium werden. Meine Damen und Herren, ein Blick auf das hessische Vergaberecht. Und es soll wirklich nur exemplarisch dienen, ohne dass ich auf das Vergaberecht selber eingehen will. Aber es ist ein Gesetz, dessen rechtssichere Anwendung in vielen Städten und Gemeinden riesige Probleme macht. Das mittelständische Unternehmen massiv belastet. Viele verzichten auf die Teilnahme an Ausschreibungen. Die regionale Wirtschaft schwächt und Investitionen in Schulen, Straßen und Infrastruktur behindert, meine Damen und Herren. Das hessische Vergaberecht grenzt oftmals gerade kleine und mittelständische Unternehmen aus, weil sie mit der Bürokratie nicht klarkommen. Und deshalb fordern wir die Etablierung eines hessischen Normenkontrollrates. Es soll ein Bürokratie-TÜV sein. Es soll dem Amtsschimmel ein bisschen die Zügel anlegen. Viele Länder haben solche Einrichtungen schon eingerichtet oder sich darauf verständigt. Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen. Unabhängige Institution soll es sein, um den Gesetzgeber und die Verwaltung bei der Bürokratievermeidung, Bürokratieabbau und besseren Rechtsetzung zu unterstützen. Es soll Eigeninitiative, landesrechtliche Regelungen bewerten, Empfehlungen formulieren und als Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen dienen. Meine Damen und Herren, der Kontrollrat soll ähnlich dem Rechnungshof Überprüfungen vornehmen und Anlaufstelle für Bürger sein. Um die Unabhängigkeit sicherzustellen, soll die Mehrheit der Mitglieder dieses Gremiums aus dem nicht öffentlichen Sektor kommen. Es ist all das keine neue Erfindung, wie wir wissen. Andere Länder machen es schon. Und ich glaube, es würde uns in Hessen sehr gut anstehen, wenn wir solch eine am Ende mittelstandsfreundliche Politik und mit solch einem Normenkontrollrat berücksichtigen würden. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, geben wir Bürokratie einen Preis. Wir Freien Demokraten fordern außerdem die Einführung eines Bürokratiekostenrechners. Bürokratie soll ein Preisschild bekommen. Auf der Basis des vom
Statistischen Bundesamt entwickelten Standardkostenmodells sollen die konkreten Kosten in Euro errechnet werden, die durch Nachweispflicht unter anderem entstehen. Bürokratie muss in Euro gemessen werden, um sie wirksam zurückzufahren, um sie sichtbar werden zu lassen. Meine Damen und Herren, wir Freien Demokraten fordern einen Wettbewerb um weniger Bürokratie. Wenn in Bayern, in einem wohlhabenden Land, Unternehmen deutlich weniger Nachweise bei öffentlichen Vergaben vorlegen müssen als in Hessen, dann muss sich Hessen diesem Wettbewerb um smarte Regelungen stellen. Wir haben dazu einen Bürokratiekostenrechner entwickelt, den Sie auch gerne einmal im Internet ausprobieren können, der Benchmarks, der Vergleiche mit anderen Ländern heranzieht. Meine Damen und Herren, damit haben wir hier, kommen wir ein Stück weit mal aus dem Begriff, der man müsste Bürokratie mal abbauen, mal etwas aus dem Abstrakten heraus und versuchen mal ein wirklich konkrete Beispiele dafür zu bringen, wie man Bürokratie tatsächlich handfest auch angehen kann, um es dann aus diesem dem Nebel, man müsste mal dann auch tatsächlich mal dem mal zu entreißen. Meine Damen und Herren, Digitalisierung ist dabei eine Chance. Sie ist aber sie kann ein Werkzeug sein, aber, meine Damen und Herren, falsch eingesetzt kann Digitalisierung zu mehr Bürokratie führen als das, was man eigentlich ursprünglich haben wollte. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Ich mache seit über 25 Jahren Lohnabrechnungen bei mir in einer eigenen Firma. Wenn Sie sich das einmal anschauen, wenn Sie heute als mittelständischer Unternehmer, früher konnten Sie mal eine Steuererklärung, da hatten Sie ein Formular, das haben Sie mal ausgefüllt, standen im Zweifel drei Zahlen drin, Stempel drauf, Unterschrift ans Finanzamt, fertig. Heute brauchen Sie ein spezielles Programm dazu. Dieses Programm muss zertifiziert sein. Für diese Zertifizierung brauchen Sie auch eine Identifikation. Dazu müssen Sie sich wiederum anmelden bei einer Zertifizierungsstelle. Das Zertifikat kriegen Sie zurückgeschickt. Dieses Zertifikat müssen Sie einlesen. Dieses Zertifikat hat die Eigenschaft, aber auch auszulaufen. Müssen Sie ein neues Zertifikat einstellen. Wenn Sie so ein Mensch sind wie ich, der denkt, na ja, da hast du noch Zeit zu, dann geben Sie Ihre Steuererklärung ab mit einem gültigen Zertifikat. Das haben Sie auch zeitnah irgendwie erreicht. Beim zweiten Mal denken Sie, Sie kriegen den Hinweis, Ihr Zertifikat läuft ab, denken Sie, musste mal gemacht werden. Beim dritten Mal denkst du, Scheiße, dein Zertifikat ist abgelaufen und ich kann meine Steuererklärung nicht abgeben. Meine Damen und Herren, das ist Bürokratie, die wollen wir verhindern und wir haben die Möglichkeit dazu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Kollege Lenders, wobei das eine Wort selbstverständlich ein unparlamentarisches Wort war. Aber schwamm drüber um diese Uhrzeit. Nächster Redner ist der Kollege Bamberger für die Fraktion der CDU. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte verbliebene Gäste auf den Besucherrängen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie mir, wo wir heute von dem viel über Sprache gesprochen haben, auch die gehörlosen Besucherinnen und Besucher des YouTube-Kanals des Hessischen Landtags in Gebärdensprache zu begrüßen. Das hieß, guten Abend, liebe gehörlose Zuschauerinnen. Die effiziente Gestaltung von Gesetzen stellt sicher, dass möglichst wenig bürokratischer Aufwand entsteht. Dies senkt Kosten in den Unternehmen, steigert die Wettbewerbsfähigkeit und verbessert die Qualität Deutschlands und Hessens als Industriestandort. Die Verschlankung bürokratischer Prozesse und deren digitale Verfügbarkeit helfen aber auch vor allem den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes, ihre Rechte und Interessen gegenüber den Behörden und anderen öffentlichen Stellen wahrnehmen zu können. In diesem Zusammenhang sprechen wir auch von einem barrierearmen Zugang zu den öffentlichen Dienstleistungen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen der antragstellenden FDP-Fraktion, in dieser Bewertung
die ich Ihrem Antrag sinngemäß entnehme, sind wir uns durchaus einig. Und ich habe den Eindruck, dass der Rest des Hauses hier im Grunde nach ebenfalls d'accord geht bzw. gehen wird. Aber falls Sie jetzt die Hoffnung hegen, dass wir Ihrem Antrag beispringen, muss ich leider etwas Wasser in den Wein gießen, was ich übrigens im wahren Leben aus kulinarischen Gründen entschieden ablehne. Ich weiß gar nicht, Herr Kollege, warum Sie in meine Rede schreien. Aber falls Sie jetzt die Hoffnung hegen, ich wiederhole es gerne noch einmal, dass wir Ihrem Antrag beispringen, Sie haben es ja eben gerade nicht gehört, deswegen muss ich es ja wiederholen, muss ich leider etwas Wasser in den Wein gießen. Zur Erläuterung gestatten Sie mir zunächst einen Blick in Richtung des Bundes. Die letzte Bundesregierung hatte Arbeitsprogramme zur besseren Rechtsetzung sowie dazugehörige Gesetze verabschiedet. Das Arbeitsprogramm 2016 wurde durch das zweite Bürokratieentlastungsgesetz konkretisiert. Es trat zum 1. Januar 2017 in Kraft und soll vor allem sehr kleine Betriebe entlasten. Die Bundesregierung hat in dieser Folge das Arbeitsprogramm Bessere Rechtsetzung und Bürokratieabbau beschlossen. Es enthält über 50 Maßnahmen für qualitativ hochwertige Rechtsetzung und Bürokratieabbau. Ein wichtiges Instrument hierbei ist der Normenkontrollrat, den die FDP mit ihrem heutigen Antrag auch auf hessischer Ebene fordert. Der Bund war und ist im Thema Bürokratieabbau also in erfreulicher Weise aktiv. Das soll jetzt aber auch genug Lob für die Kolleginnen und Kollegen in Berlin sein, denn hier in Hessen sind wir ebenso aktiv, noch aktiver und dabei natürlich auch sehr erfolgreich. Bürokratieabbau und Chancen der Digitalisierung nutzen ist ein Themenbereich, in dem unbestritten der Handlungsdruck groß ist. Denn die Digitalisierung schreitet immer schneller voran. Damit verändern sich auch täglich die hieraus resultierenden Chancen und Möglichkeiten. Diese Innovationsgeschwindigkeit ist eine riesige Herausforderung. Vor dem Hintergrund dieser Herausforderung und des permanenten Handlungsdrucks ist Geduld offensichtlich nicht die größte Stärke der FDP-Fraktion. Aber Ungeduld an sich muss ja auch keine Schwäche sein. Im Gegenteil, sie treibt uns ja auch an. Insofern sind wir ganz dankbar, dass wir heute zu diesem Thema mit Ihnen uns hier austauschen können und dass wir Sie, meine verehrten Damen und Herren, vor allen Dingen von der FDP-Fraktion in diesem Thema auch einmal auf den aktuellen Stand bringen dürfen. Lassen Sie mich bitte zuvor deutlich zum Ausdruck bringen, dass die Untätigkeit, die uns der Antrag der FDP suggeriert, die Untätigkeit der hessischen Landesregierung und der Regierungsfraktionen deutlich zurückzuweisen ist. Die hessische Landesregierung arbeitet bereits seit fast 20 Jahren aktiv an dem Thema Bürokratieabbau und hat dabei das Thema Digitalisierung seit dessen Aufkommen von Anfang an mit auf der Agenda. Das werde ich Ihnen auch gleich im Folgenden belegen und nachweisen. Weniger Bürokratie, mehr Verantwortung vor Ort. Unter diesem Motto haben wir hier in Hessen eine permanente Verwaltungsmodernisierung fest etabliert. Gesetze verstehen, weniger Bürokratie lautet eines der Ziele der Verwaltungsmodernisierung. Um diese Ziele gewährleisten zu können, verfolgt das Land Hessen unter anderem die folgenden Maßnahmen. Permanente Evaluation der Förderprogramme, Vorabprüfung neuer Regelwerke, Befristung von Gesetzen und Verordnungen, damit wir sie regelmäßig auf Wiedervorlage haben und schauen können, ob sie noch in die heutige Zeit passen. Und so konnten bereits im Zeitraum 2000 bis 2005 rund 39 %, Herr Kollege, Sie könnten ruhig zuhören, wenn Sie der hessischen Landesregierung Untätigkeit vorwerfen, dann hören Sie bitte zu, was ich Ihnen erzähle. Rund 39 % der Verwaltungsvorschriften und 15 % der Rechtsverordnungen konnten außer Kraft gesetzt werden. Herr Dr. H.C. Hahn, auch das gilt für Sie. Im Weiteren konnte eine erneute Reduzierung um weitere 30 % erreicht werden. Ich weiß, Sie hören es nicht gern, dass Sie Unrecht haben, aber Sie müssen es ertragen. Und weiterhin überprüfen wir regelmäßig sämtliche neue Vorschriften, neue Gesetzentwürfe auf die Mittelstandsverträglichkeit. Dem Aspekt der Digitalisierung wird in diesem Zusammenhang ebenfalls Rechnung getragen. Für die öffentliche Verwaltung hat die Hessische Landesregierung bereits am 13. August 2015 unter dem Titel Digitale Verwaltung Hessen 2020 die E-Government-Strategie des Landes Hessen vorgestellt und veröffentlicht. Dieser Masterplan für digitales Verwaltungshandeln bis 2020 umfasst
E-Services, also Dienste für Bürgerinnen und Bürger sowie für die Wirtschaft, E-Administration, also Optimierung der Verwaltung nach innen, und E-Open Government, Öffnung der Verwaltung nach außen. Bei der Digitalisierung in der Verwaltung wird eine enge Vernetzung zwischen den Verwaltungsebenen, insbesondere zu den hessischen Kommunen, angestrebt. Hessen ist ein Vorreiter beim Bürokratieabbau und beim E-Government. Über dieses Hessen hierin natürlich auch sehr erfolgreich. Der Erfolg ist auch davon geprägt, dass wir uns auf diesen Erfolg nicht ausruhen, sondern durch permanente Evaluierungen und Weiterentwicklungen an diesen Themen dranbleiben. Der nächste Entwicklungsschritt, jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt, ist nun die Etablierung eines eigenen Digitalisierungsministeriums, welches mit einer anerkannten Kapazität auf dem Gebiet der Digitalisierung besetzt ist. Ich bin sehr dankbar, dass es dem Ministerpräsidenten gelungen ist, Frau Prof. Sinemus für diese Aufgabe zu gewinnen. Und spätestens seit der völlig unangebrachten und haltlosen Kritik des FDP-Fraktionsvorsitzenden gestern hier in diesem Plenum sollte jedem klar sein, dass selbst die beste fachliche Expertise nicht vor irrationaler, politisch motivierter und persönlich verletzender Kritik schützt. Die FDP bezieht sich in ihrer gestrigen Kritik darauf, dass das Ministerium ja gar kein eigenständiges Ministerium sei und lediglich an der Staatskanzlei angebunden ist. Warum das so ist, das hat Ihnen gestern der Fraktionsvorsitzende der CDU, Manfred Boddenberg, ausführlich erläutert. Da aber der Lernerfolg in der ständigen Wiederholung liegt, möchte ich an diese Ausführungen erinnern und sie in der Aussage zusammenfassen, dass Ministerien weder auf Bäumen wachsen, vom Himmel fallen, noch auf Vorrat in irgendwelchen Schubladen liegen. Es sind Ressortierungen vorzunehmen, Strukturen zu bilden, und vor allem bedarf es einer entsprechenden Personal- und Materialausstattung. An diesem Punkt können Sie sich, liebe Kolleginnen und Kollegen, übrigens endlich einmal konstruktiv in die digitale Weiterentwicklung unseres Landes einbringen, anstatt sich an einer Ministerin abzuarbeiten, die gerade einmal seit 75 Tagen mit einer Pionierarbeit betraut ist. Das neue Ministerium ist ein echtes Start-up. Die Spitze des Ministeriums ist besetzt, der gesamte Unterbau jedoch fehlt noch. In dieser Frage sind die Ministerin und der Staatssekretär ausgesprochen engagiert und motiviert damit beschäftigt, dass aus einer Initiative, aus einem Anspruch, der sich aus dem Koalitionsvertrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN ergibt, auch etwas ganz Konkretes wird. Neben der notwendigen Bestandsaufnahme zum Thema Digitalisierung werden die Aufgaben und Kompetenzbereiche der hessischen Ministerien dahingehend untersucht, welche Funktionen sinnvollerweise an das neue Ministerium zu übertragen sind. Die Digitalisierung ist eine Querschnittsaufgabe, die einen engen Austausch mit allen Ministerien auf den unterschiedlichsten Ebenen erfordert. Hierin liegt eine ganz besondere Herausforderung. Aber all diese Dinge hätte die FDP natürlich sicherlich innerhalb von 75 Tagen vollständig und vor allem kompetent gelöst. Und dieses sehr gesunde Selbstbewusstsein vermitteln die Vorträge der FDP-Kollegen zumindest. Aber dazu gehört eben auch die grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme von Regierungsverantwortung. Mit Frau Prof. Sinemus haben wir ein Maß an Digitalisierungskompetenz an Bord, wie sie sonst keiner, und gestatten Sie mir diese Feststellung, keiner hier in diesem Plenum vorzuweisen hat. Wir halten es für klug, zunächst einmal die Pionier- und Aufbauphase des Start-up des neuen Ministeriums abzuwarten und konstruktiv zu unterstützen und der neuen Ministerin die Chance zu geben, die Aufgabenstellungen und Themen zu sammeln. Und wenn wir jetzt, ich muss Sie an die Redezeit erinnern. Dank. Und wenn wir jetzt ob der großen Ungeduld der FDP und ihres Vorsitzenden in Aktionismus verfallen und punktuell Willensbekundungen formulieren und punktuell Einzelmaßnahmen beschließen, erreichen wir nichts, außer dass wir einen Flickenteppich schaffen. Wir, die Regierungskoalition, halten es für klüger, eine Strategie, eine Digitalisierungsstrategie auf den Weg zu bringen, die alle Aspekte und Wirkungsbereiche, alle Herausforderungen und Lösungen aufeinander abgestimmt und nachhaltig betrachtet und somit dafür sorgt, dass wir nicht wie ein wilder Hühnerhaufen im Wettbewerb und die Setzung von digitalen Themen durcheinanderlaufen. Herr Kollege, ich muss an die Redezeit erinnern. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.
Lieber Herr Bamberger, Sie komplettieren sozusagen den Tag der ersten Reden. Auch Ihre erste Rede ist das hier im Plenum des Hessischen Landtages gewesen. Wir gratulieren sehr herzlich. Nächster Redner ist der Kollege Lichert für die Fraktion der AfD. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, liebe Kollegen! Es steht Ihnen natürlich völlig frei, sich dadurch diskriminiert zu fühlen. Gemeint sind Sie jedenfalls alle. So, wir nähern uns langsam dem großen Finale dieser ebenso großen Plenarwoche. Und was könnte besser dafür geeignet sein als Bürokratieabbau? Was für ein toller Schlachtruf. Ist doch super. Das ist doch in unserem, vielen Dank, in unserem hohen und vor allen Dingen vielfältigen und diversen Haus eine allgemeine anschlussfähige Forderung, oder? Es geht, wie mit den vielen anderen risikolosen Forderungen, mehr Bildung, mehr Umweltschutz, mehr soziale Gerechtigkeit. Hallo? Mehr soziale Gerechtigkeit. Wer könnte da etwas dagegen haben? Auch den Freunden des großen und des tiefen Staates müsste es doch eigentlich daran gelegen sein. Die Diversität bricht natürlich spätestens dann wieder aus, wenn es um die konkrete Umsetzung geht. Und da haben wir in der Tat hier unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Fangen wir zunächst beim kleinen Antrag der FDP an, der Drucksache 348. De facto geht es hier um eine digitale Datenübertragung, die natürlich unstrittig ungleich schneller, sicherer und aufwandsärmer ist als der postalische Versand der immer größer werdenden Konvolute, die ja überproportional zur Komplexität der Projekte wachsen. Digitalisierung ist eine der großen Modevokabeln unserer Zeit. Auch hier gilt, dass jeder etwas anderes darunter versteht, sofern er überhaupt irgendetwas davon versteht. Aber Digitalisierung von schon in der analogen Welt verkorksten und übermäßig komplizierten Prozesse und Verfahrensweisen kann wohl kaum sinnvoll sein. Eine Digitalisierung des Transports greift also deutlich zu kurz. Und der große Antrag der FDP, wie ich ihn nennen möchte, die Drucksache 390, die hat dann schon ein bisschen mehr Fleisch am Knochen. Und ich hoffe, ich darf das hier sagen, ohne die Vegetarier und Veganer zu triggern. Die im Antrag enthaltenen Symptombeschreibungen treffen ja weitgehend zu. Und der als Lösungsansatz skizzierte Normenkontrollrat verdient Beachtung. Aber ist es nicht schon im Ansatz einigermaßen fragwürdig, eine Vereinfachung und Verschlankung durch die Schaffung eines neuen Gremiums erreichen zu wollen? Nur scheinbar. Aha. Ein neues Gremium, das bei messbarem Einfluss auf die Legislative, also uns hier im Saal, natürlich auch die Mehrheitsverhältnisse hier im Saal abbilden müsste. Und sind diese Anforderungen an ein Querschnittsgremium, das per Definition keine Experten enthalten kann, nicht doch viel besser in den bestehenden Ausschüssen aufgehoben? Wir denken daher, dass für den Bereich der Legislative an sich kein wesentlicher Nutzwert daraus erwachsen dürfte. Aber wir freuen uns natürlich auf die Vorlage entsprechender Ergebnisse aus anderen Bundesländern und lassen uns doch gerne eines Besseren belehren, so denn die empirischen Daten das auch hergeben. Stichwort hatten Sie einen Bürokratie-TÜV. Ich habe es in meiner Rede mal Gesetzes-TÜV genannt. Ich denke, das sollten wir hier sein. Deutlich anders sieht es im Bereich der Exekutive aus. Theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Aber wir alle wissen natürlich, dass es anders ist. In Ministerien und Behörden erfolgt die relevante Ausgestaltung und die Umsetzung genau dieser Theorie in die Praxis des Verwaltungshandels. In der Exekutive liegt auch die Erfahrung und die Expertise für diese Konkretisierung vor. Hier ist also der Ort und der Hebel, um Bürokratie auf ein tatsächlich sachdienliches Ausmaß zu begrenzen. Wer sind denn die ersten Opfer der Bürokratie? Ich bin davon überzeugt, dass es in aller Regel die Beamten und Verwaltungsangestellten selbst sind, die sogar zum Teil stärker unter der unnötigen Bürokratie leiden als die Bürger und die Unternehmen. Lassen Sie uns daher auch auf diese Personen Rücksicht nehmen, deren Input auch entsprechend verwerten für den legislativen Prozess. Und es ist ja leider
auch ein Faktum, dass immer mehr Gesetze ein paar Jahre Rechtsprechung bedürfen, bevor überhaupt Handlungssicherheit bei den Beteiligten entsteht. Und der Kollege Bamberger hat mir implizit recht gegeben, indem er ein Programm zitierte, wo im Titel schon Gesetze verstehen vorkam. Also so ganz daneben kann ich mit meiner Diagnose offensichtlich nicht liegen. Im Untertitel des Antrags fehlt daher etwas. Nicht nur Bürger und Unternehmen sind zu entlasten, sondern auch die Verwaltung selbst. Kafkaeske Bürokratie, und ja, die gibt es, und leider viel zu viel davon, ist in aller Regel Folge inkonsistenter und teilweise kollidierender Gesetzgebung. Hier ist die Schnittstelle von Legislative und Exekutive gefordert, und das sind Sie, verehrte, schon länger hier Regierende. Wir erinnern uns alle an die gestrige, punktuell durchaus lebhafte Debatte und Diskussion zur Geschäftsverteilung innerhalb der Landesregierung. Bei einigen Kollegen scheint ja die Frage durchaus offen zu sein, ob angemessene Aufgaben für Frau Staatsministerin Sinemus da schon enthalten sind. Ich lade daher ein, diese sinnvolle Querschnittsaufgabe innerhalb der Landesregierung und damit der Exekutive aktiv aufzugreifen. Denn die Themen Digitalisierung und Entbürokratisierung, dass die enge miteinander zusammenhängen, dürfte auf der Hand liegen. Wir begrüßen ausdrücklich den Ansatz, eine Bürokratiekostenrechnung auf Basis des sogenannten Standardkostenmodells verbindlich einzuführen. Aber auch hier ist unseres Erachtens ein generisches Gremium wie der Normenkontrollrat nicht das richtige Forum. Bestehende Anforderungen, wenigstens qualitative Aussagen zur Kostenbelastung von Bürgern und Unternehmen zu leisten im Rahmen eines legislativen Prozesses, könnten dadurch auf eine bessere und belastbarere Entscheidungsgrundlage gestellt werden. Werte Kollegen, aber auch hier müssen wir in naher Zukunft deutlich mehr tun. Die Spatzen pfeifen es bereits von den Dächern. Wirtschaftsabschwung. Die Indikatoren kippen einer nach dem anderen bereits nach unten. Gerade heute las ich, dass wir im Jahresvergleich einen Einbruch bei der industriellen Produktion von über 8% haben. Es zeichnet sich ab, dass auch die Perpetuierung des volkswirtschaftlichen Dopings mittels der EZB-verordneten Null- und Niedrigzinspolitik den längsten Aufschwung seit dem Krieg nicht bis in alle Ewigkeit wird fortsetzen können. Für öffentliche Haushalte wird daher die beste aller Welten bald zu Ende gehen. Geringe Arbeitslosigkeit, ergo geringe Kosten der Arbeitslosigkeit und hohe Steuereinnahmen. Hohe Einnahmen aus Unternehmenssteuern, insgesamt eine rekordhohe Steuerquote. Der deutsche Staat auf all seinen Ebenen hat kein Einnahmenproblem, er hat ein Ausgabenproblem. Und dieser Befund ist besonders dramatisch, denn gleichzeitig spart der deutsche Staat und alle seine Ebenen auch gewaltige Zinskosten. Anfang Januar war eine Aussage der Bundesbank zu lesen, dass in den Jahren 2008 bis 2018 370 Milliarden € Zinsen gespart wurden. Um eine Größenordnung dafür zu bekommen, das ist noch etwas mehr als ein Jahr Bundeshaushalt. Diese Aufwärtsspirale wird sich schon bald umkehren, und dann wird die schwarze Null sehr bald Geschichte sein. Ein kurzer Blick dazu nach Europa. Die Globalisierung hat zu einer viel stärkeren Verzahnung und damit auch Synchronisierung der Volkswirtschaften geführt. Dass Rezessionen in dem einen Land durch starkes Wachstum in einem anderen kompensiert werden könnten, ist passé. Das ist vorbei, das kommt nicht wieder. Die Exportabhängigkeit der deutschen Wirtschaft wirkt dabei wie ein prozyklischer Hebel. Das war auch vor 12 Jahren so, als die deutsche Volkswirtschaft die zweitstärksten Einbrüche in Europa verkraften musste. Und über einfach mal zuhören, Sie können noch etwas lernen. Über die diversen finanziellen Massenvernichtungswaffen für das deutsche Volksvermögen auf europäischer Ebene, wie beispielsweise ESM, Euroretterei, Bankenunion mit Vergemeinschaftung der Einlagensicherung und die Vergemeinschaftung der Arbeitslosen, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Was heißt das für uns als hessische Legislative? Jetzt spätestens sollten Sie wieder aufwachen. Wir werden perspektivisch eine massive Ausgabenkritik betreiben müssen. Und hier geht es eben nicht um ideologische Gefechte zwischen denjenigen, die den schlanken Staat wünschen, und denjenigen, die den fetten Staat wünschen, sondern es wird die vielbesungene normative Kraft des Faktischen sein, die uns dazu zwingt. Je früher wir ein effektives Sensorium entwickeln, um effektives staatliches Handeln von ineffektivem zu unterscheiden, umso besser. Bürokratiekosten alleine sind aber kein hinreichendes Kriterium.
es bedarf schon ein wenig mehr. Die Bierdeckelrechnung als Managementinstrument kennen Sie spätestens nach meinem letzten energiepolitischen Debattenbeitrag. Und ich denke, es ist auch an der Zeit, dass wir uns für die gewissermaßen operative Führung mit Leistungskennzahlen auseinandersetzen. Das ist keine schwarze Kunst. Es geht schlicht um die Quantifizierung und die Messung des Erfolges von Energiegangshandeln. Aus der Floskel des Fahrens auf Sicht ist mittlerweile ein politisches Konzept geworden, Durchwursteln als Regierungsprinzip. Ich sehe die Uhr, ich komme bereits zum Schluss. Dieses Durchwursteln geht aber fast immer zulasten der Falschen, der Schwachen nämlich. Lassen Sie uns deswegen nach Wegen suchen, das zu verhindern. Ich freue mich auf einen konstruktiven Austausch im Ausschuss. Und ich rege dazu an, lassen Sie uns beweisen, dass es keines zusätzlichen Gremiums bedarf, um die Fähigkeit des Landtages zum Bürokratieabbau zu beweisen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Lichert. Nächster Redner ist der Abg. Leveringhaus für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte KollegInnen, werte Besucher, die noch ausgeharrt haben. Bürokratie, was ist das eigentlich? Wörtlich genommen, es ist die Herrschaft der Verwaltung. Bei der Einführung ging es darum, Gleichbehandlung und Fairness zu schaffen. Denn davor war man doch quasi bei jeder Entscheidung abhängig vom Wohl und Wille des jeweiligen Herrschers. Wo jetzt eher Missbrauch vorliegt, kann dann jeder für sich selbst entscheiden. Das zeigt auch deutlich, dass wir hier, wenn wir von einem starken Staat, wenn wir von Bürokratie reden, dass nicht die Schwachen die Opfer sind, sondern eher geschützt werden. Bürokratie, damals ein gewaltiger Fortschritt, wird heute fast schon als Schimpfwort gebraucht. Und so ein bisschen kommt das auch in dem Antrag und in einigen Wortmeldungen hier zum Tragen. Natürlich, vielen Dank, habe auch ich mich schon über Verwaltungsverfahren, über Regeln und Normen aufgeregt. Steuererklärung sei hier exemplarisch genannt. Wir haben in Deutschland die Tendenz, alles rechtlich zu regeln. Ich glaube, dafür sind wir weltweit bekannt und auch Opfer vieler Scherze. Aber auf der anderen Seite sind wir doch, wenn wir negativ Betroffener sind, auch froh, dass es diese Regeln gibt, dass wir, wenn wir gegen den Staat agieren wollen oder mit dem Staat nicht rechtlos sind, dass wir wissen können, wohin wir uns wenden können und dass wir genau wissen, was passiert denn mit meinen Anliegen, wenn ich es einreiche. Es gibt klare Strukturen dafür. Und dies gilt nicht nur, wie schon angesprochen, für die Bürgerinnen und Bürger, sondern das gilt auch und gerade für Unternehmen. Bürokratie sichert Ihnen unternehmerische Entscheidungen ab. Unternehmen erhalten so Planungssicherheit, die gerade für langfristige Entscheidungen doch unabdingbare Grundlage sind. Und die eben angesprochenen klaren Strukturen sorgen hier z.B. auch im Fall der Korruption dafür, dass es in Deutschland deutlich schwerer als in anderen Ländern ist, eben jene Korruption zu begehen. Meine Damen und Herren, wenn ich so manche Diskussionen über Bürokratie verfolge, und die führen wir ja nicht nur hier heute, die führen wir schon seit einigen Jahren, dann frage ich mich doch, warum siedeln sich überhaupt noch Firmen an? Warum machen sich Menschen in Deutschland selbstständig, gründen eine Firma? Das liegt am Ende an verschiedenen Faktoren. Die Rechtssicherheit, die ich gerade angesprochen habe, ist dabei sicherlich nicht der unwichtigste Faktor. Und ja, es gab in den letzten Jahren Änderungen, die mehr Bürokratie nach sich gezogen haben. Dazu gehören z.B. umfangreiche Regelungen zum Mindestlohn- und Tariftreuevereinbarungen im Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz. Dazu gehören die Möglichkeit zur Berücksichtigung sozialer und ökologischer Aspekte, eben da im Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz, und eine kürzlich geschaffene Möglichkeit, in kommunalen Satzungen Grabsteine aus Kinderarbeit zu verbieten, was natürlich, ich habe die Diskussion gerade bei mir in der Gemeindevertretung, wieder Verwaltungsaufwand im Rathaus nach sich zieht. Aber da sage ich doch klar und deutlich, genau dafür wurde doch Bürokratie geschaffen, denn hier wird Gerechtigkeit geschaffen. Stichwort Vergabegesetz. Sie sprechen die Vergabe von Aufträgen an. Das Vergabegesetz hilft jedoch gerade, öffentliche Mittel und Aufträge transparent zu verteilen.
Es erfolgt so eine demokratische Legitimierung und die Nachvollziehbarkeit, dass die Mittel effizient eingesetzt werden. Vetternwirtschaft wird unterbunden, und das ist auch gut so. Stichwort Digitalisierung. Ich will der Frau Prof. Dr. Sinemus nicht vorgreifen, aber natürlich bietet Digitalisierung Chancen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber ich möchte hier einmal Thorsten Dirks zitieren, 2015. Damals war er CEO von Telefonica. Und ich passe jetzt seine Wortwahl dem Haus entsprechend an. Er hat ein anderes SCH-Wort verwendet. Wenn Sie einen schlechten Prozess digitalisieren, dann erhalten Sie einen schlechten digitalen Prozess. Von daher sollten wir jeden Prozess nicht einfach eins zu eins von analoge ins digitale übertragen, sondern ihn bestmöglich darstellen. War es bisher auch. Ich plädiere ja immer dafür, Digitalisierung als Chance und nicht als Risiko zu sehen. Das gilt an dieser Stelle erst recht und im wahrsten Sinne des Wortes. Mit der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes haben wir dafür einen Fahrplan. Fokus sollte hier auf den wichtigsten Verwaltungsakten liegen, mit denen die Menschen in unserem Land quasi tagtäglich in Berührung kommen. Bisher ist es ja so, dass in vielen Rathäusern das Bürgerbüro als neudeutsch One-Stop-Shop, also als zentrale Anlaufstelle für BürgerInnen, fungiert. Es muss Aufgabe und Ziel sein, diese zentrale Anlaufstelle auch im Digitalen zu schaffen, einen Ansprechpartner zu schaffen. Dabei darf aber, das muss auch gesagt werden, die Möglichkeit der analogen Erledigung von Behördengängen keinesfalls wegfallen. Das ist das, was ich auch immer wieder von Bürgern höre. Das Land muss für alle BürgerInnen erreichbar sein, auch wenn sie sich bewusst gegen die Nutzung von digitalen Technologien entschieden haben. Und ebenfalls darf die Vereinfachung durch digitale Prozesse nicht dazu führen, einen weiteren Abbau auf Seiten der Verwaltung, Personalabbau voranzutreiben. Ganz im Gegenteil, die freien Kapazitäten bieten vielmehr die Möglichkeit, beratungsintensive, schwierige Verwaltungsakte intensiver mit den Bürgern zu sprechen und da Kompetenz von Seiten der Verwaltung zu zeigen. Abschließend zum Normenkontrollrat. Den gibt es, wurde schon angesprochen, auf Bundesebene, den gibt es in verschiedenen Bundesländern, hier in Hessen nicht. Aber natürlich sind wir hier auch nicht untätig, auch ohne so ein mit Verlaub bürokratisches Gremium. Es gibt eine Arbeitsgruppe Verwaltungsvereinbarung, die wurde auch schon angesprochen von Herrn Bamberger, die vorab prüft, ob die Regelungen erforderlich sind und sinnvoll sind. Und wenn wir Gesetze und Verordnungen erlassen, dann geschieht das zeitlich befristet, sodass automatisch eine Evaluation erfolgt. Sie sprechen ebenfalls an Bürokratie ein Preisschild zu geben an, was auf den ersten Blick sicherlich spannend klingt, was auch teilweise in Kreistagen oder auch in Stadtverordnetenversammlungen angewandt wird. Aber auch das ist wieder mit demokratischem Aufwand verbunden und auch mit einer sehr hohen Schwierigkeit. Denn wie verteilt man jetzt die Kosten auf eine Anfrage, auf einen Antrag? Wir haben die EDA-Kosten und so weiter. Am Ende steht eine Zahl, das habe ich aus Verwaltung schon ganz oft gehört, ob die wirklich der Wahrheit entspricht. Na ja, machen wir mal einen Deckel drauf. Ganz klar ist, da stimme ich zu, wir müssen die Mischung zwischen Stellenverfahren und Überbürokratisierung finden. Der vorliegende Antrag bringt uns da aber in keinster Weise weiter. Er wirkt ein bisschen wie ein Antrag um des Antrags willen und bietet kaum konkrete Vorschläge, speziell für uns hier auf Landesebene. Mit der Schaffung eines Normenkontrollrates soll der Antrag zum Bürokratieabbau sogar noch Bürokratie aufbauen. Ich glaube, anhand allein dieses Punktes wird klar, dass wir diesen Antrag nicht zustimmen können. Jetzt sind knapp 7 Minuten rum. Ich betreibe jetzt keinen Bürokratieabbau, sondern Zeitabbau. Ich bin am Ende meiner Rede. Vielen Dank.